Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mad Games Tycoon. Mad Games Tycoon im schweren Schwierigkeitsgrad. Ja, wir sind hier gerade dabei, unser Spiel, das wir publishen, Tentris, bugfrei zu bekommen. Was allerdings mit den Updates alleine wohl eher nicht machbar ist. Die haben hier aber auch Bugs reingehauen, mein lieber Herr Gesangsverein. Da brauchen wir für die 98 noch einen Patch. Ja, wir haben noch 16 Wochen Zeit. Mars Secrets, ein Rollenspiel. Tochter soll das mal veröffentlichen. So, passt. Sprachupdate. Wir hauen alle Sprachen rein. Deadly Dogfight. Simulation und Arcade. Soll auch die Tochterfirma raushauen. Wir produzieren jetzt mal Tentris. Mal 250.000. Und wie es ausschaut, waren wir mal wieder Entwickler des Jahres. So, und wir haben ein komplett fertiges Spiel raus mit allen Sprachen, kein Bugs, komplettem Update-Stoff. Ja, so lobe ich mir das. Simtown macht sich auch ganz gut. Da, Marketingkampagne nicht für Simtown, für Tentris. Automatisch wiederholen. TV-Werbung. Ja. Das schaut in meinen Augen gut aus. Das läuft. Aber ich sehe schon Tentris, da müssen wir nachproduzieren. Vielleicht doch gleich mal eine halbe Million rausballern. Ja, bestens. Das läuft wirklich. Okay, Konsolenforschung. Könnten wir uns eigentlich mal drum kümmern. Gehen schnell auf die Messe mit Simtown und mit Tentris. 63.000 neue Fans. Vielleicht bringen wir hier noch ein, zwei Stück mehr weg von Simtown. Ah nee, aber wir haben knapp 9,5 Millionen damit verdient. Da will ich mich jetzt nicht drüber beklagen. Oh, Tentris, das geht ab wie Schmitz' Katze. Nochmal eine halbe Million nachproduzieren. Jetzt mal zwischendurch einen Auftrag raushauen. Ja, wir verkaufen hier doch tatsächlich über 56.000 Einheiten. Na, da müssen wir wieder nachproduzieren. Na, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so gut ankommt. Aber ja, ich bin natürlich froh. Da bin ich natürlich froh, dass unser Publishing-Spiel so gut angenommen wird. So, ich hau jetzt hier auch noch die ganze Forschung für die Konsole raus. Sobald wir das nämlich haben, ziehen wir um. Dann ziehen wir um. Oh. Tentris läuft uns aus. Mach ich mal 750.000 Stück von. Und hier kommt Kohle rein, noch und nöcher für unsere Engines.
Na. Nee. Ja, soll mal Tochterfirma veröffentlichen. Das passt schon. Was wir aber allerdings hier noch schnell machen, wir schauen bei den Entwicklern, nicht Firmennamen, Firmenwert. Northwood Studios, da sind wir auf Platz 1. Punchy Software auf Platz 3. Skullfrog wäre da auf 2. Allerdings sind mir die ehrlich gesagt etwas zu teuer. Na, wobei. Passt. Kaufen wir uns die auch noch. Das sollen die mal automatisch. Die können sich aussuchen, was die produzieren wollen. So sind wir ja nicht. Na, und der Abverkauf, der läuft immer noch wie gestört. Von daher nochmal 750.000. Gut, jetzt brechen die Abverkäufe ein. Macht aber auch nichts. Wir haben ein bisschen was für die Zweitvermarktung. Das ist auch nicht ohne. Towersman 2. Schön, 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 schön. Ja, jetzt brechen die Abverkäufe etwas ein. Mache ich mir aber keine Gedanken, weil wie gesagt, da habe ich ein bisschen was für die Zweitvermarktung. Soccer 2046. Ah, kommt. Abhauen wir auch noch raus. In 24 Wochen aber erst. So. Ja, okay, 58, aber wahrscheinlich hauptsächlich wegen den Bugs. SAP 2 sollen die mal selber auf den Markt bringen. Ah, 564 Bugs. Ah, mein lieber Gesangsverein. Gut. Die Updates werden hier relativ schnell rausgehauen. Also das ist nicht das Problem. Ich denke mal, dann wird es auch mit den Patches relativ schnell gehen. Ja, wir sind schon auf 277 Bucks. Naja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Dann hier noch Patch entwickeln für die 169 übrigen Bucks. Sollte ja jetzt auch ziemlich zügig gehen. Wir gehen auf die Messe. Tetris und als zweites Spiel Soccer 2046. Wieder 64.000 neue Fans. Tetris geht vom Markt mit 2,68 Millionen verkauften Einheiten und einem Gewinn von 30,9 Millionen. Nach einem Umsatz von 131,24 Millionen. Ja, Produktionskosten waren halt relativ hoch. Und Marketingkosten auch, aber das passt schon. Absolut kein Ding. So, weiter geht's. Der letzte Chipsatz. Wir hauen das Sprachupdate raus. Alle Sprachen. Bei uns gibt es nur was mit allen Sprachen. Entweder ganz oder gar nicht. So einfach ist das. Und wieder komplett fertig. Haben wir auch mal. Ja, nee, da produzieren wir mal 1 Million. Sollten wir eigentlich locker absetzen können. Magic of Polonia 6, Wirtschaftssimulation, Echtzeitstrategie. Ja, haut das mal selber raus.
mit unserer Konsole läuft's auch nicht verkehrt. Und jetzt hier Marketingkampagne starten. Na, hier spendieren wir internationale Spielezeitschrift. Das sollte reichen. So, Soul of Star 2, Skull Rock. Lass uns ja mal selber ausbringen. Ja, knapp 10.000 in der ersten Woche. 11.000 in der dritten. Ah, bester Soundtrack. Sehr schön. Und 14.000 hier. Das ist gut. 17 in Woche 9. 18.000 in Woche 10. Okay, das ist gut. Da geht auch ein bisschen was raus. Und wir sind bereits in der Gewinnzone damit. War also nicht die schlechteste Idee, da wirklich gleich eine Million von zu pressen. Nein, das publishen wir nicht. Aufträge machen wir wohl mal schnell. Und forschen hier weiter bei Konsolen. Ja, das läuft gut mit den Verkäufen. Das war echt eine gute Idee, das Spiel zu publishen. Countdown, Echtzeitstrategie, Wirtschaftssimulation von Northwood. Ach, das veröffentlichen wir. Das veröffentlichen wir. Anleitung, Poster, Kugelschreiber, Ballon, ne? Nicht Ballon, Spielkartenaufkleber. Hauen wir mal ein bisschen was rein. 72. Okay. Da liegt es dann auch wieder an den Bugs. Na, geht 359. Die updaten wir mal schnell raus. Leichteste Übung. So. Ja, was ich mir überlegt habe, ist, wenn wir jetzt umziehen, schnell auf die Convention, Countdown und Soccer. Wenn wir jetzt umziehen, dann würde ich mal schauen, dass wir nach Möglichkeit dann schnell noch mit den Konsolen schauen, was da noch alles geht. Und dann würde ich eigentlich diesen Teil von MacGames Tycoon beenden und einen Neustart machen, dieses Mal auf legendär wieder. Ich habe jetzt schon mal so 2-3 Starts auf legendär gemacht, privat, offscreen sozusagen, und habe da was rausgefunden, eine Taktik, die eventuell auch mit der neuen Situation von Legendär zum Erfolg führen könnte. Es könnte natürlich noch gut sein, dass wir, oh Mist, dass wir pleite gehen. Soccer ist ausverkauft. Weil ich mir nicht sicher bin, klappt's, klappt's nicht. Es hat dann halt auch relativ viel damit zu tun, ob das Glück auf seiner Seite ist oder nicht. Oh, 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 oh. Spielproduzieren, Countdown geht ja raus. 1 Million. Marketing abbrechen. Neue Marketingkampagne für Countdown. So. Was wollte ich sagen? Na, eben, es kommt dann halt auch ganz böse drauf an, ob das Glück auf seiner Seite ist oder eben nicht. Oh.
Ah, wir sind wieder Studio des Jahres, sehr schön. Gut, aber anyway, auf jeden Fall gäbe es durchaus eine Möglichkeit, dass man auch auf Legendär einen gewissen Erfolg erzielen könnte. Und daher habe ich gedacht, wir lassen hier den Schwierigkeitsgrad schwierig so langsam auslaufen und probieren es dann wirklich nochmal auf Legendär. Halt auch auf die Gefahr hin, dass ihr dann seht, wie ich da, ja, nennen wir es mal ein bisschen abluse. Aber ich denke, das kann man durchaus auch mal in einem Let's Play zeigen, dass es halt nicht immer nur rund läuft, dass man da auch mal die eine oder andere Schwierigkeit haben kann. So, und Countdown, das läuft ja so gut. Da haben wir gleich nochmal eine halbe Million raus. Ja, wir verkaufen etwas über 60.000 die Woche. Ja, das wird bald nochmal eine Nachpressung brauchen. Cold Black Gold 2. Sollen die mal selber veröffentlichen? So, hauen wir mal wieder 750.000 raus. Nein. Mir noch mal schnell auf die Messe mit Countdown. Pushen das Ganze noch mal ein wenig. Ja, knapp 70 Millionen, nicht 70 Millionen, 70.000. Freunde, Freunde, wir müssen noch mal eine Dreiviertelmillion nachproduzieren. Das läuft ja echt wie bekloppt. Neunzigtausend knapp. Boah, meine Güte. Und ich habe noch gedacht, oh, das bringen wir nicht los. Eishockey, Wirtschaftssimulation, nein. Aber wir müssen tatsächlich nochmal eine Dreiviertelmillion nachproduzieren. Wobei gut, Dreiviertelmillion ist jetzt definitiv übertrieben. Aber da das Spiel so wahnsinnig gut läuft, denke ich mal, dass wir dann da in der Zweitvermarktung auch noch ganz schön was von losbekommen. Ja, ich meine, wir setzen ja jetzt immer noch über 21.000 Einheiten von ab wöchentlich. So übermäßig viel wird dann davon wohl auch nicht mehr übrig bleiben. Ja, immer noch knapp 10.000. Jetzt, ja, Countdown, aber 3,28 Millionen verkaufte Einheiten, 91 Millionen oder 91,28 Millionen Gewinn. Jo. Ja, was will man da noch sagen? Und unsere Engines gehen weg wie nix. Hier nochmal schnell alles durchgehen. Ja, da haben wir sonst alles erforscht. Ist effektiv nur noch Konsole. Auch da haben wir nicht mehr so viel. Das heißt, wir könnten wahrscheinlich sogar noch in dem Part umziehen.
Schauen wir mal. Ja, Train Tycoon haben wir in zwei. Ne. In zwei Wochen raus. Einfach mit einer Schwarz-Weiß-Anleitung. Das ist ja ein Budgetspiel. 660.000. Computer Giant soll Tochter veröffentlichen. Nein. Da verzichte ich jetzt mal drauf. Ja, und ich denke, die Einheiten, die wir hier auf Lager haben, die sollten eigentlich reichen. Ich gehe aber trotzdem mit Train Tycoon noch einmal auf die Messe. Einfach halt, dass wir hier möglichst viel noch loswerden von den Lagerbeständen. Aber sieht gut aus. Auch schon wieder über 2 Millionen Gewinn gemacht. Ja, und wenn man sich bedenkt, dass das ja Zweitvermarktung ist, ja, das ist echt nicht übel. Echt nicht übel. Ihr Marktanteil immerhin 0,74% von unserer Alienware 2 Konsole. Ja, und wir bringen hier, ja, ich sage jetzt mal 8.500 Einheiten weg die Woche. Das passt schon. Da geht noch schön was weg. Nee, sollen die mal selber veröffentlichen. Mich würde ja mal interessieren, wie viele Spiele es gibt für unseren Alienware 2. Oh, 72 Spiele. Das ist gut. Das ist sehr gut. 0,8% Marktanteil. Ah, ist immerhin etwas. Nicht schlecht, Herr Specht. Was haben wir denn hier sonst noch so konsolentechnisch? Alienware, da gab es 14 Spiele für. Ja, immerhin. Wir haben 72 Titel. Ich bin mir sicher, da kommt noch ein bisschen was dazu. Weil wir nehmen die ja vorerst noch nicht vom Markt. Gab es wieder ein bisschen was für unsere Engine. Hier läuft es eigentlich auch ganz gut mit unserem Train Tycoon. Ah, was mich jetzt interessiert, Train Tycoon war glaube ich auch schon für Alienware 2. Meine Spiele. Ja, für Alienware 2. Ah, das war das Spiel, was eh so gut lief. 84% Spielspaß. Ja, das kurbelt dann. Das kurbelt dann natürlich die Abverkäufe der Konsole auch noch mal ein bisschen an. Ja. Nein, das Spiel verwerfen. Das will ich ja nicht rausbringen.
Und wir haben es hier tatsächlich geschafft, über 400.000 Einheiten zu verkaufen. Na, stolze Summe für eine Zweitvermarktung. Wahrscheinlich hätten wir da auch weitaus mehr rausholen können, falls wir hier noch auf Marketing gegangen wären. Aber ich will damit hier jetzt nicht mehr unbedingt massig Millionen verdienen. Ich will einfach die Lagerbestände abbauen, damit wir hier dann umziehen können und möglichst alles aus dem Lager raus haben. Das ist eigentlich der einzige Grund. So, 8,03 Millionen verdient. Echt nicht schlecht. Da haben wir noch was von Simtown. Das kann weg. Hier die Restbestände auch. Dann haben wir noch drei Spiele, die wir in die Zweitvermarktung stecken könnten. Nehmen, sondern Restbestände. Countdown, da hätten wir noch Tetris, über 500.000. Dann geht Tetris in die Zweitvermarktung. Da gibt es jetzt gar keine Anleitung mit zu. Das lassen wir auch mal von der Tochter selber rausbringen. Da jetzt mal ein bisschen was für unsere Engine. Und gleich sind wir mit der Konsolenforschung durch. Ja, das ist bestens. Na, Engine geht nochmal weg. So lobe ich mir das. Na, eventuell könnten wir sogar nochmal eine Engine rausbringen. Wir haben Arcade, Visim, Aufbau und Simulation. Dann haben wir mal was raus für Ego-Shooter. Ja, wie haben wir die genannt? Ultimo. Ultimo, genau. ASI Shooter Ultimo. Ah, wir machen hier Ego Shooter Ultimo. Dann wissen wir auch, was Sache ist. Alle Features rein. Für 0 Dollar und 50% Gewinnbeteiligung. So, dann haben wir noch eine Engine raus. Derzeit hier noch die letzte Gehäusevariante der Konsole entwickelt wird. Und der Abverkauf von Tetris noch läuft. Na, für was könnten wir denn noch eine Engine rausbringen? Strategie. Bringen wir doch noch eine Strategie-Engine raus. ASI. Strategie. Ultimo. Genau, 0 und 50%. So, Forschung wäre jetzt definitiv beendet.
nochmal schnell alles durchgehen, ob wir nicht noch was übersehen haben. Features alles, sonstiges auch alles weg. Das heißt, wir wären jetzt dann gleich soweit für den Umzug. Nein, selber veröffentlichen. Apropos entwicklertechnisch Firmenwert. Ja, sind wir jetzt auf den ersten drei Plätzen. So lobe ich mir das. The Underworld. Sollen die auch selber veröffentlichen? In dem Büro werden wir so nichts mehr annehmen. Das sei schon mal gesagt. Ich warte jetzt nur noch, bis unser Abverkauf hier von Tentris endet. Oder ich nehme das dann gleich selber schnell vom Markt. Ah, jetzt macht es hier diese Berg- und Talfahrt, das heißt, es dürfte nächstens vorbei sein. Wenn ich das recht sehe. Ja, definitiv. Es geht einem Ende entgegen. Mal schauen, die 3 Millionen Einnahmen werden wir damit wohl nicht mehr knacken. Aber trotzdem haben wir alles in allem ganz gut verdient an Tentris. Naja, wir kommen nahe ran an die 3 Millionen. Ah, Red Fokker, das würde ich sonst gerne publishen, aber wir wollen ja umziehen. Und darum, nö. Na? Na? Schaffen wir es noch? Na, nicht ganz, 2,99 Millionen. Aber das ist gut. So, Restbestände raus. Und wir ziehen um. Und zwar in das gigantische Bürogebäude. Und wie wir uns hier einrichten, das sehen wir im nächsten Part, Mad Games Tycoon. Wie gesagt, ich werde hier noch ein paar Folgen machen, bis wir konsolentechnisch alles ausgereizt haben. Und dann starten wir in ein paar Folgen dann mit einem neuen legendären Spielstand. Bis dahin, ja, ich hoffe euch hat es gefallen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Mad Games Tycoon. Und ja, bleibt mir gewogen. Bis dahin. Tschüss zusammen, euer Mr. Helvetik.